Ich bin der König, verneigt euch vor mir. Hoi Katzenfreunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Cat Quest. Ja, wir befinden uns gerade auf der nördlichen Todesinsel. Da ist auch schon ein Geist gespawnt. Wahrscheinlich ein Wikinger Piratengeist, also vom Helm, vermute ich mal. Ja, ich habe mir das ja vor ein paar Folgen mal notiert. Und bevor wir uns jetzt Drakot stellen, würde ich noch den Schatz suchen wollen. So, für die, wo das nicht gesehen haben und auch beziehungsweise erst jetzt in der Folge einschalten, schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, wir haben, genau, einen Moment. Ich habe hier meine Notizen. genau im Süden zum Kopf. Und dann nach Westen. Zu den Städten, die von Zwillingen gegründet wurden. Das ist ja die Zwillingsstadt dann. Dann geht es weiter nach Nordwesten, genau. Zur Mitte des größten Sees. Und dann nach Norden, wo. Genau, weiter Richtung Norden. Golf zwischen Gras und Eis, genau. Und dann ganz weit nach Westen, ja, genau, weit nach Westen, bis du den Schatz unter Wasser versteckt siehst. Ja, wir holen den Schatz, das machen wir jetzt auch. Jojo! So, hier ist der Stein, genau. Den sollen wir ja finden, ne? So, und jetzt sollen wir nach Westen, zu den Zwillingsstädten. So, hier ist die Zwillingsstadt, genau. Was ist denn das eigentlich für eine Höhle da? Gar nicht. Ich im Kampf bin. Arschloch. So, genau. So, wir sind jetzt bei den Zwillingsstädten, genau. Und jetzt Nordwesten zum großen See. Ja, genau, das ist der größte See im Prinzip. So, und jetzt sollen wir nach Norden, wo Gras und Eis, also Golf, wo Gras und Eis. Wäre hier im Prinzip, ich tue jetzt auch mal speichern. Genau, und jetzt soll ich ganz weit nach Westen, wo der Schatz ist. Weiß nicht, irgendwie kann ich hier nichts finden, ne? Bin ja aber auch hier komplett richtig eigentlich, ne? Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, weiß nicht, aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich rauszoome und das nicht mehr sehe, dass hier etwas sein könnte. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ne? 2000 Jahre später. Ah, hier ist halt nix. Ich sehe nix. Ach Mist. Das ist jetzt echt ärgerlich. Schade, schade, schade. Da muss ich mich wahrscheinlich noch informieren dazu. Glaube ich echt besser. Ja. Dann gehen wir jetzt zurück nach Fehlingard. Nach Katzenspital meine ich. Fehlingard sind wir ja die ganze Zeit. Sorry. So, gut. Wir machen die Questreihe mal weiter. Die Drachenanbeter. Es gibt jemanden, der Lindwürmer hierhin anlockt. Und zwar mit Katzenminze. Wir müssen diesen Vandalen finden. Mein Schnurrhahn. Warum soll jemand das tun? Junges Drachenblut. Wir müssen diesen Katzenminzen-Vandalen finden. Die Katzenminze zieht diese Lindwürmer an. Lindwürmer sind nicht gerade cool. Wir schauen uns nach Katzenminzen um. Um zu sehen, ob uns an das ein paar Hinweise geben kann, eure fällige Hoheit. Großartige Soße, Schwanz und Pfotenbruch. Okay. Einverstanden. Lass uns von hier aus nach Katzenminze suchen. Da drüben. Du zerdrückst die halbgefressene Katzenminze. Sieht so aus, als ob Lindwürmer dran waren. Wir sollten besser auch nach ihnen Ausschau halten. So, für die Leute, wo nicht wissen, was Lindwürmer sind, das sind, ist ein Ausdruck für nicht richtige Drachen. Also Drachen, die keine Drachen sind, da sagt man Lindwürmer zu, ne? Herzig. Diese Spur von Lindwürmern und Katzenminze wird uns schon irgendwo hinführen. Sie sollte uns zu dem Vandalen führen.
Ah. Glaube ich, habe etwas Verdächtiges in der Nähe gesehen. Na. Mario, du musst wegen der Initiierung hier sein. Initiierung? Was zum Fellgott? Nimm dies, vielleicht frischt es deine Erinnerung auf. Nimm an der Initiierung der Drachenanbeter teil. Für die Liebe der Drachen. Steht allen offen. Komm jetzt mit. Was in Fellnasens Namen macht ihr verrückten Kätzchen hier? Euch ist klar, dass dies gefährliche Lindwürmer sind, oder? Ist schon gut, Mounds. Sie wissen, dass wir sie lieben. Wir gaben ihnen die ganze Katzenminze. Um Gott der Katzen willen, seid ihr denn alle total verblödet? Warte, antworte nicht. Keine Angst. Ich habe eine magische Barriere um sie herum errichtet. Mir okay? Und sie fällt nur in sich zusammen, wenn ich mich nicht mehr darauf konzentriere. Miau. Mounds. Miau. Oh, miau, lauf. Jo. Ich dachte, sie würden uns nicht verletzen, miau. Miau, lauf nur, ihr Dumpfbacke. Das ist es nicht wert. Fellknäuel, warum müssen wir immer mit den Aufräumarbeiten beschäftigen? So. Und draufhauen. Das sollte ihnen eine Lehre sein, keinen Quatsch mit Lindwürmern zu machen. Gehen wir wieder zurück. Das Problem mit den Vandalen ist gelöst, fehlige Hoheit. Hervorragende Arbeit, junges Drachenblut. Jetzt stehe ich voll in deiner Ja, was soll's, alle Belohnung könnte helfen. Wie Faust auf Auge, bitte nimm dies an. Königlich. Okay. Kurz helfen. Und dann. Ich glaube, ich ziehe das jetzt mal an. Habe ich auch einen königlichen Zepter, Königszepter oder sowas? Ja, okay, das passt eigentlich schon eher, ne? Die rote Stute. Nichts Besseres gerade im Angebot, ne? Nee. Ich bin der König, verneigt euch vor mir. Oh, cool. Ich ziehe aber lieber jetzt das alle Zeugs wieder an. Der hier, genau. So, damit bin ich erst ziemlich gut gelaufen. Doch, ja. Im Groben und Ganzen. So. Die geerbte Rüstung. Ah, die drei Level. Na, ich glaube, es tut nicht so arg weh. Junges Drachenblut. Wir müssen eine gestohlene Rüstung zurückbekommen. Es ist wieder seine Fähigkeit. Lass uns gehen. Hier sind wir, eure fällige Hoheit. Jemand hat sich hereingeschlichen und eine alte Rüstung geklaut. So uncool. Sie ist mit einer mächtigen Magie versehen und tödlich, wenn sie in die falschen Pfoten gerät. Kein Problem, wir werden sie zurückholen. Zum Glück war mein Magier so vorausschauend und hat sie mit einem Verfolgungszauberspruch... Spruchel... Blair. Hier, nimm diesen Talisman, er soll dir die Spur zur Rüstung anzeigen. Einverstanden, Zeit mit ein bisschen Verfolgung anzufangen. Ja, ja. So, 14 hinterher, alles klar. Der Dieb ging über See. Doch da draußen gibt's gefährliche Monster. Okay. Naja. Siehst du, anscheinend ist sein Boot gesunken. Jo, läuft. Miau, die Pfade führen zu zwei Höhlen. Wähle eine. Vernichte alle Monster im Inneren, damit wir von ihnen nicht abgelenkt werden. Okay. Aber erst schnappe ich mir die Münze. Und dann 60. 50, ja, komm. Können ja die nächste dann clearen. So.
Und wir finden. Klappenrüstung, okay. Und wieder. Alles klar. Kann gut sein, dass die jetzt dann langsam besser wird. Das muss ich dann überprüfen, ne? Jetzt wird es dann langsam knapp, ne? Ich hatte doch den Heilskill verbessert, ne? Ach, reicht nicht aus, verdammt. Immerhin jetzt ein bisschen mehr Leben. Ohne goldene Truhe, nice. Champion-Rüstung. Die sieht cool aus. Ich hörte, wie eine Katze rauslief. Hinterher. Drache. Komm näher, wenn du es wagst. Oh, wagen ist okay. Verflucht. Muss mich erst heilen. Und da ist er auch. So, gut. Die Macht in dieser Rüstung wird mein sein. Sobald sie sich in meinem Klauen befindet, werde ich stärker. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Was kann Ungeziefer wie du schon von dort aus bewirken? Oh, du wirst es noch bedauern, dass du das gesagt hast. Ja. Okay. Ich bin dort, wo ich dich haben will. Oder Momente, por favor. So. Level up. Bleib unten, Drachen abschauen. Und schau. Seh den Dieb? Du Dumpfbacke, wie kannst du es wagen, etwas vom König zu stehlen? Drachenblut, so? Du meinst das hier? Der Soldat übergibt dir die Champion-Rüstung. Warum habe ich das? Wie bin ich hierher gekommen? Was geht hier vor? Ja. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Eine Stimme in meinem Kopf sagte, dass ich stärker werden wolle. Und dann viel Gebrülle. Das war's, ich schwör's, bei allem meinem neuen Leben, ja. Dies könnte ein weiterer Drachenstufflüsterer Falle sein. Bleib, wo du bist, Soldat. Wir machen dir später ein Boot fertig. Okay. Doch, mich würde noch die Höhle reizen. Oh Gott. So. Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht, gell? So. Oh, komm, ernsthaft. Oh Gott, nee, das ist... So. Muss mehr mit Berserker kombinieren. So, was haben wir denn da? Ah ja. Doch, einiges gestiegen, oder? Okay, was haben wir hier? Okay, das war jetzt mega knapp. Ich habe fast kein Leben mehr. Wow. Ich glaube, der war aber auch gar nicht mal so schlecht.
Naja, ich verschwinde jetzt und beende die Quest. Hier, eure fällige Hoheit. Wir haben sie gefunden. Du siehst genauso aus wie der Besitzer dieser Rüstung. Diese Rüstung ist nicht deine? Nein. Sie wurde mir zur sicheren Aufbewahrung anvertraut. Dann ist er verschwunden. Ein Tiefschlag. Kennst du Löwenherz? Er war immer sehr unauffällig, doch auch super stark. Ich habe noch nie von ihm gehört. Gut, behalt sie. Die Rüstung ist total deine. Weil du es wert bist. Ja, vielen Dank. Ja, warum nicht? Warum habe ich nur das Gefühl, etwas vergessen zu haben? Nun gut. Ah, Lady. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr mir noch nicht abonniert habt, tut das, aktiviert das Glöckchen. Folgt mir auf Twitter, um nichts zu verpassen. Dann sehen wir uns im nächsten Video, in dem wir uns Drakot stellen werden. Oder den Schatz der Piratenbergen, ich weiß noch nicht. Bis dahin. Ciao.